Hi Leute, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, geht doch gerne in Fortnite in den Itemshop und gebt unten bei Unterstützt einen Creator den Creator-Code MeinungenTV ein. Das würde nicht nur mich sehr unterstützen, sondern auch meine Arbeit finanzieren. Das heißt, ich kann mehr Zeit in Videos für euch stecken. Jetzt viel Spaß beim Video. Hi Leute von YouTube, was geht ab? Wir haben mal wieder richtig reingeschissen die letzten Runden, deswegen gehen wir jetzt hier richtig zum Arsch der Welt. Moment. Ah ne, die Windräder sind zu nah an der Linie. Wir gehen jetzt richtig zum Arsch der Welt und hoffen, nicht weggemacht zu werden. Oh, Alex, dein Gaming-Laptop ist letztes Jahr kaputt gegangen. Es tut mir leid. Wirklich, mein Beileid, das tut weh. Willst du wissen, wie mein Laptop kaputt gegangen ist, der dann durchgebrochen war? Meine Ex-Freundin ist draufgetreten. Ich habe ihr gesagt, sie soll mit meiner Tasche vorsichtig umgehen, weil da zerbrechliche Sachen drin sind. Und wir waren im Wald und wir hatten einen schönen Tag und so und sie tritt erstmal drauf. Sie wollte, das ist auch das Ding, sie wollte dann unbedingt den Ersetzer gesagt, so, ich kaufe dir einen neuen oder ich gebe dir das Geld wieder. Ratet mal, wer mir nach der Trennung nicht das Geld wiedergegeben hat. Ja? Aber ich muss sagen, ich hack da nicht drauf rum. Außer manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe. Wenn wir über irgendwas streiten, ich bin da... Man sagt ja eigentlich, Frauen halten einem alles ewig nach. Aber dann bin ich eine richtige Frau. Ja? Weil wenn wir Streit haben, komme ich heute noch damit an. So, aber du hast meinen Laptop kaputt gemacht und hast mir das Geld nicht wiedergegeben. Also ja. Da kommt, hier kommen noch ein paar runter. Ich brauche bessere Waffen. Eine Pistole ist kacke. Okay, das ist auch kacke, aber besser als eine Pistole. Oh, der hat sich wenigstens Mühe gegeben. Der hat sich versucht, sie wegzuducken. Hier war noch einer. Hier sind zwei oben drunter gekommen. Okay, vielleicht drei, wenn sie noch schießen. Kommt, Papa Baby. Wir nehmen so eine Schrot mit. Eine Rage-Schrot wäre halt geiler, bin ich ganz ehrlich. Warum will ich das haben? Na komm, das ist besser als die Pistolen. Sehr schön. Oh, ich Idiot, ich hätte ich die kleinen Schildtränke vorher genommen. Dann wäre es besser gewesen. Naja. Naja, oh, eine automatische Rage-Schrot, sehr schön. So, langsam Richtung Zone, aber vorher nochmal hier gucken. Aber ich finde Rundestart ganz gut. Rundestart diesmal ganz gut in dem Moped. Auf geht's. Hier kann ich nicht hüpfen. Ah, jetzt kann ich. Okay, jetzt schickt Verena schon links bei mir rein. Ich tippe jetzt mal auf Mode. Nein! Ich häng fest! Wo ist er? Oh Gott, steig ab! Meine Tastatur macht's nicht! Aber Verena, wenn dich meine Meinung interessiert, ich sag's dir nach der Runde. Da ist einer. Scheiße! Ah komm, ich war vorher schon angeschlagen. Ey, kurze, aber knackige, gute Runde, würde ich sagen. Kurz geht raus.